Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Hof Bergmann. Mit dabei ist der Manuel. Servus. Jo, ich fahr gerade Richtung Kalkberg wieder. Nach unserer kleinen Pleite im letzten Part, wo wir gemacht haben. Denn wir haben einen kleinen Fehlkauf getätigt, unseren Überladewagen. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt wieder verkaufen sollen. Ich denke mal wohl. Weil sonst großartig brauchen wir den hier eigentlich nicht. Deswegen würde ich schon fast sagen, wir verkaufen den wieder. Ja, mach auch weg. Weil der verliert ja sonst seinen Wert. Genau. Ja, falls wir doch nochmal irgendwann brauchen, können wir immer noch einen neuen. Genau, dann können wir uns den wiederholen. Oder auch einen anderen, dann können wir uns den Gemotteten nehmen. Der, wo vielleicht dann auch Kalk nimmt und so. Genau. Jo, ich probiere jetzt auf jeden Fall mal weiter das mit dem Kalk aus. Das werde ich jetzt gleich sehen, ob die ganzen Förderbänder das ausschlucken. Ich hoffe es zumindest. Zumindest steht es dran, dass die es annehmen. Zuerst dachte ich ja, das ist eine Sandgrube hier oben. Okay. Aber doch, ist wohl eine Kalkgrube. So. Machen wir mal ganz hoch. Transportmodus aus. So, ich probiere dein Stoppy-Gefährt aus. Ob du Süd fahren kannst? Oh ja, der nimmt's an, der nimmt's an. Hoho. So, dann stellen wir den Anhänger drunter. Sehr schön, ach, funktioniert. Aber was ich gesehen habe, normaler, ich glaube, die Big Packs kann man auch wieder kaufen, genau. Schweinefutter, Saatgut und Dünger. Okay. Den Kalk kann man ja normalerweise auch zum Düngen benutzen. So war es schon mal immer so. Okay. Ja, so war es im 13er und 15er LS. Wäre komisch, wenn es das nicht so wäre. Aber ich kann ja mal kurz gucken. Nimmt der Düngerstreuer... Kalk und Dünger nimmt er an. Okay, das steht dran. Also sollte das klappen, wenn deiner leer ist, dann können wir den auch voll machen mit Kalk. Jo. Ich lasse den auch an, wenn ich von Feld zu Feld fahre. Jo. Damit er alle wird. Hauptsache das Feld 4 ist gedüngt und gut ist. Entschuldigung. Ist halt das Doofe, dass man überall weiß sieht, dann. Ja. So, dann hole ich das letzte Förderband vom Hof noch. Müssen wir uns halt noch ein kleines Plätzchen dann suchen für den Kalk, wo wir den hinkippen. Aufs Feld? Ja, aber... In welche Halle? Irgendwo, wo er nicht stört am besten. Aber... So langsam kenne ich den Weg da hoch auch in- und auswendig. So, ich fahre mal zu 22. Jo. Vielleicht ist die auch schon gewachsen, ich weiß es nicht. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Zahlst du eigentlich was für den Kalk? Nee, eigentlich nicht. Normalerweise zahle ich dafür gar nichts. Okay. Nee, auf der 22 ist noch nichts. Ja, gut, dann. Das haben wir auch erst gesehen, das kann eigentlich noch nicht so schnell. Ja.
Wurde jetzt hier noch mit Flügen beschäftigt? Ja. Dem müssen wir gleich helfen, ja. Da muss der MB-Truck dann gleich davor vor den anderen Flug und dann... Das schafft der Beitradet hier nicht, oder? Ich weiß nicht. Ich habe in Nicolonia auch den 240 PS Dings davor, den Fendt. Ja, ich probiere das mal mit dem hier. Ja, probier es aus. Gewicht kannst du ja davor hängen. Steht eins noch irgendwo am Hof. Wenn nicht, dann komme ich mit dem MB-Truck vorbei, ist ja nicht so weit, Feld sitzen. Weil für Anhänger ziehen, da brauche ich keine 210 PS. Da reichen mir auch 185. So. Guck mal an. Hab noch nie mit Fördermännern gearbeitet, ehrlich gesagt. Nicht? Nee. Okay. Ist Premiere jetzt gerade. Okay. So, Motor an und dann bewegen wir uns mal hier fort. Oh, mit 5 km/h leise vor sich hin. Einklappen? Muss man das einklappen? Ah ja, okay, gut. Ja. So, das andere noch dranen. Oh Gott, ne, das große Förderband hat sogar einen Sound. Und wie lächerlich, wie elektrisch angetrieben. Finde ich so doof, dass... ja. Ja, das LS, das so hat mit, ja, wie soll ich sagen, dass Förderbänder befahrbar sind, aber gut. Ja, wieso, die kannst du doch schieben. Wie denn? Wie denn? Wie soll ich die Förderbänder schieben? Na, du kannst doch einsteigen in der großen. Ja, meine, ja, das ist ja für mich fahren. Weil in Realität kannst du auch nicht mit dem rumfahren. Natürlich. Ja, schieben natürlich, aber. Ja. So, dann stellen wir mal den Anhänger davor. Funktioniert? Nee, ich bin so doof dran. Ne? Oh, funktioniert. Ich muss nicht schaufeln. Kannst du sagen, was du willst. Ich muss nicht schaufeln mehr. So, der MB-Truck davor. Den anderen MB-Truck dahinter. Und dann kann es weitergehen. Funktioniert das Pflügen oder? Ja, ja, geht schon. 11 km/h. Ja, dann. 11 km/h, das ist ja in Ordnung. Nö, ich zahle nichts für den Kalk, also der ist kostenlos. Okay, ja, mit Spaß hier richtig Geld hier, wa? Mhm. Wenn du zum Düngen nimmst. Hast du den noch in der Seemaschine drin? Normalerweise kann ich gucken. Normalerweise müsste es auch in die doofe Seemaschine reingehen. Wo ist er denn, unser altertümliches Gefährt? Nee, steht nicht dran und müssen wir dann ausprobieren. Wenn nicht, dann gibt's eine neue. Aber die große Federstedt, die kann ja eh nicht düngen, deswegen ist ja dann eh egal. Steuerung F. Oh, ich bin nicht in der Nähe. Ich fahr dir in die Nähe. Hier. So. Also der Helfer schafft es, glaube ich, nicht. Wird mal rüber hochfahren. Ja, ich komme gleich. Ich helfe gleich mit.
Ne, ich wollte den Weitra den Helfer reinsetzen noch. Ne, das klappt nicht wirklich. Na, mal gucken. Wird mal von der anderen Seite ansetzen. Also, wir haben noch so viel zu tun irgendwie. Ja, deswegen. Schafe wollte ich eigentlich auch noch holen. Gut. Ich bin jetzt gerade mit dem doofen Kalk beschäftigt. Dass mal da eine Fuhre wieder zum Hof kommt. Falls dir dann irgendwie so ein unbemannter MB-Truck mit Anhänger entgegenkommen sollte oder sichtbar sein sollte, denk dran, das ist nur Follow-Me. Kann ich die Seemaschine von der 22 ja schon mal wegfahren, oder? Ja. Nur 17 Löchchen, oder? Ja. Wir haben die 12 auch noch zum Fliegen, das ist ja das Problem. Oder wir mieten uns noch den anderen großen Flug. Oder holen uns noch einen zweiten großen Flug und den kleinen weg. Oder den kleinen erstmal behalten und dann... Dann brauchst du noch einen Trecker für. Habe ich ja, den MB-Truck. Achso. Der zieht den ja auf jeden Fall. So. Wir erwarten mit Stolz unseren zweiten MB-Truck mit Kalk. So, wo ist er? Wo kann man das da hinkippen vor allen Dingen? Grüß dich, Kollege. Steuerung. So. Irgendwo in der Halle oder so am besten. Ja, ich guck gleich mal, wo wir den... Guck mal, unten gibt's dann noch... Da, wo man das Getreide reinkippen kann. Da sind noch Hallen, nämlich. Da, wo man Getreide reinkippen kann? Ja, da unten sind noch so große... Da wären so Buchten nämlich. Da würde ich es auch ausprobieren nämlich. Ist zwar wieder Drehschemel rückwärts schieben, aber gut. Sollte möglich sein. Weil wenn wir uns einen zweiten Flug holen nämlich, dann kommen wir auch ein bisschen voran, weil das Sehen ist jetzt nicht die größte Aktion. Nö, das geht eigentlich. Von der Geschwindigkeit her. Und sonst, so. Abkippseite hinten. Gibt's hinten gar nicht. Oh nö. Scheiße. Machen wir links. Steuerung I. Oh, das backt natürlich durch die Wand auch noch, natürlich. Das ist natürlich top LS wieder. Nö, ist halt keine Kollisionfarbe drin, oder keine. So. Keine Bumsdings verbaut, was so. Genau. Obwohl das bei der nächsten Fuhre hole ich auch, nehme ich auch den anderen Hänger her. Kannst du Kalk nicht einlagern? Im Lager meinst du? Mhm, im Silo? Ich guck mal gleich. Warte, kann ich auch machen. Das geht. Weil vielleicht kann man ja auch mit dem Düngerstreuer das aus dem Silo rausholen. Genau. Das wäre natürlich ideal. Wo? Ah ja, da vorne war. Ich glaube, ne? Ha? Ich glaube ja, oder? So wie das aussieht hinterm Strohdezeug. Ist das Kalk oder ist das irgendwas anderes? Wo bist du denn jetzt? Ich sehe dich nämlich nicht. Oder ist das da? Na, in unserem Lagersystem. Wenn du Escape drückst. Ja, genau. Da gucken wegen dem Kalk. Kalk wird, das ja. Dürfte das sein. Da kommt doch dieser Apfel. Dann kommt dieses
Ding, das dürfte Butter sein, dann da links vom neben Apfel und von links vom Butter dürfte Kalk sein. Hattet für 945. Genau, normalerweise. Okay, und was ist denn das für 13.000? 13.000, 13.000, 13.000. Hinterm Stroh. Zwischen Stroh und Gras. Wo Potato drauf steht oder irgend sowas, Kann wo ich so ein nicht sehen. Schwein drauf ist. Ach so, Das ist okay. Schweinefutter. Ah, okay. Und das mit der Pflanze ist Saatgut. Das ist ach da. Für 3000 oder was da dran steht. Ja, wir probieren es aus mit der nächsten Fuhre einfach. Würde ich sagen, riskieren wir. Na, ich sehe das halt nicht. Ich sehe da bloß immer so weiße Dinger da. Ja, aber ich würde sagen, das riskieren wir erst im nächsten Part wieder, denn wir sind schon fertig wieder für heute. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss. Bye bye.